Übrigens, auf meiner Taste 4 ist mega Gammel drauf. Ich weiß nicht warum. Das ist irgendwie Seife. Ich hatte eben, habe mir eben die Hände gewaschen, aber ich habe mir die anscheinend gut abgewaschen. Weswegen ich noch Seife am Finger hatte. Und damit habe ich dann. Anios Training. Hallo und willkommen zurück zu Anios Training. Ich habe vergessen, das wieder auf 30 FPS umzuschalten. Super. Hoffentlich denke ich aber nächstes Mal dran. Wir sind gerade wieder hier bei einem Map, da habe ich vergessen. Oh shit, ganz viel zu essen, ich brauche, dankeschön. Ah, brauche ich auch nicht. Geh da bitte weg, dankeschön. Oh shit. Wie ich gerade irgendwie 10 Mal danach selber gesagt habe, oh, das ist eine Kiste. Warum ist da eine Kiste? Ist da jemand gestorben schon? Boah, das ging aber schnell. Ich werde mal kurz hier Gammelfleisch als, ja, Köder hinlegen. Ich weiß nicht, was Sinn ergab, irgendwie, ne? Ja, ich möchte heute über euch, mit euch über Jesus reden und, nee. Hä, ich hatte schon wieder eben was, irgendwann im Kopf, worüber ich reden wollte, jetzt hab ich schon wieder vergessen. Wie dumm kann man eigentlich sein? Geh weg von mir. Aua. Alter, das ist richtig der Businessman, ne? Oh shit, der ist so weit von auf die Fresse geknallt. Das hat doch richtig wehgetan, wenn zu gucken. Entweder buggt der so rum oder. Okay, buggt rum, weil ich auf 60 FPS spiele. Immer noch. Wieso renne ich denn hinterher? Das wollte ich doch nicht machen, das ist böse. Man sollte am Anfang keinen Leuten so lange hinterher rennen. Obwohl eigentlich schon, weil man kriegt dann Kill und das ist auch wichtig, wie überall. Dann kriegt man mehr Punkte und alles, aber. Egal. Tschüss. Ich hoffe, er wird mir dankbar sein. Ah, du hast gesehen, da war irgendwo eine Kiste. Ich will kein Gammelfleisch. Aber wenn ich immer ganze Stehe, wie der Gammelfleisch mittlerweile so abläuft, ist halt, kann man das essen? Ist das Kacke für einen? Kriegt man da von Durchfall? Ah genau, was ich ansprechen wollte, war, dass ich momentan ja echt ein weißes Let's Playen soll. Deswegen auch unter anderem wieder hier, da kommt. Ey, das kann echt nicht sein, dass ich am Rumbacken. Ich hoffe, ihr haltet das noch ein Part aus. Im nächsten Part sage ich das bestimmt wieder. Übrigens, auf meiner Taste 4 ist mega Gammel drauf. Ich weiß nicht warum. Das ist irgendwie Seife. Ich hatte eben, habe mir eben die Hände gewaschen, aber ich habe mir die anscheinend gut abgewaschen. Weswegen ich noch Seife an meinem Finger hatte. Und damit habe ich dann auf die Taste 4 geklickt. Und das sieht jetzt so aus, als wäre das getrocknet. So, ihr stellt euch vor, man hat Seife am Finger und schmiert das irgendwo dran. Dann sind da so kleine Blasen und so weiße Schaumscheiße halt. Und da ist irgendwie getrocknet. Jetzt habe ich da so weiße Blasen auf meiner Taste 4, die irgendwie nicht mehr weggehen. Und das sieht eklig aus. Allgemein, meine Tastatur sieht so ekelhaft aus. Oh Gott, ich habe alles voll gesabbert. Vielleicht deswegen. Meine Tastatur sieht so eklig aus. Sabbert alles voll. Hm, woran liegt das wohl? Hat da gerade einer geklopft? Ich will nichts sagen, letztes habe ich sau die Hallos im Spiel. Ja. Kann ich eigentlich jetzt TNT irgendwie platzieren? Wow, das macht Spaß. Warum konnte ich das eigentlich aufsammeln? Frage ich mich gerade, weil eigentlich kann man das doch nicht aufsammeln, wenn man gar kein TNT-Man ist. Oh. Oh. Geil. Irgendwie sind Steinschwerter oder allgemein gute Schwerter hier im Spiel voll selten. Naja, was ich ansprechen wollte, war, nicht, dass meine Tastatur gar nicht ist, nicht, dass ich alles voll sabber, sondern der ist momentan nicht weiß, was ich jetzt spielen soll und gerne, wie ich schon öfter mal ausprobieren wollte, so ein Let's Play machen wollte, was eigentlich gar kein richtiges Let's Play ist, sondern mehr so geschnitten. Halt eigentlich mehr ein Comedy-Video, denn ich liebe es einfach sowas zu gucken. Und ich könnte jetzt ein Boot holen, dem voll die Fresse einklatschen. Was mache ich hier eigentlich? Wieso bin ich so doof? Ich ramm den, ey. Ich hab den richtig kaputt gerammt, ey. Eigentlich nicht. Oh, da ist der TNT geworfen. Das hat aber Spaß gemacht, das hat sich gelohnt, das war geil. Nee, ich will da ist nicht. Ja, und ich möchte gerne so ein cooles, gecuttetes. Das ist dann kein Let's Play mehr, das ist. Ich würde auch zum Beispiel PewDiePie nicht unbedingt als Let's Player bezeichnen, sondern eher als krassen Entertainer. Ich werf dir mal hier so ein TNT zu, hier, bitteschön. Wieso kann ich denn nicht droppen? Ich hab da gerade gedroppt und das weg. Okay. Ja, und sowas würde ich auch gerne mal machen. Das ist aber eigentlich momentan eine extrem mega dumme Idee, weil ich momentan wirklich null Zeit habe. Oh, geh doch weg. Ist jetzt weg. Und ja, deswegen ist das eigentlich eine blöde Idee. Aber ich würde sowas gerne mal probieren, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das momentan ein Großteil von meinen Zuschauern sehr lustig finden würde. Ich denke mal auch, viele oder einige zumindest von euch mögen ja auch meine Real-Life-Videos. Und das einzige Gute an den Real-Life-Videos ist eigentlich, wie ich das schneide, meiner Meinung nach. Ich kann nicht wirklich unbedingt lustig sein. Ich
bin kein krasser Comedy-Master oder irgend so ein Scheiß. Mir fallen jetzt spontan irgendwelche derben Witze ein. Was daran lustig ist an den Videos, ist einfach nur das, wie ich das editiere, würde ich mal behaupten. Und das macht mir auch so viel Spaß. Das Editieren von den Videos ist richtig geil. Besonders bei den Comedy-Dingern, da kann ich so viel Scheiße einbauen. Und das Problem ist halt, bei so Videos, da mache ich halt einmal in der Woche, wenn überhaupt, wenn ich da so einen Plan hätte, ein Video von. Kann das mal bitte weggehen? Oh. Es ist weg. Und wenn ich so eine Art Reihe oder Let's Play, in Anführungszeichen, davon machen würde, zum Beispiel wenn ich jetzt... Ich würde zum Beispiel gerne so eine Art Anios Training mit Counter-Strike machen. Mein Bruder will die ganze Zeit Counter-Strike spielen, also Counter-Strike Go, CSGO. Und ich kann das wirklich gar nicht. Ich kann das überhaupt nicht, denn das wird null interessant sein zum Gucken, würde ich mal davon ausgehen. Oh, die Wand kommt. Ein toller Filmtitel, die Wand kommt. Oh, shit. Oh. Voll in die Fresse. Hat der keine Waffe? Doch, der hat eine Waffe. Der hat eine Waffe. Mann, oh mein Leben! Und ja. Was ist jetzt los? Danke. Ich würde schon gerne sowas machen. Das Problem ist halt nur bei sowas, das ist dann eine Reihe. Und wenn ich also ein Real-Life-Video fertig habe, dann habe ich nicht das Gefühl, okay, jetzt kommt das nächste Video, sondern bei so einer Reihe von einer Art Let's Play oder sowas wie anderes Training, hätte ich dann das Gefühl, dass ich, was ist das für ein Scheiß, schnell machen muss. Und da wird dann, glaube ich, wieder ein bisschen was verloren gehen. Abgesehen davon, dass ich momentan natürlich super wenig Zeit habe und das nicht unbedingt dazu beiträgt, dass die Videos dann besser werden oder ich mir da mehr Zeit für den Schnitt holen kann. Aber sowas würde ich halt echt gerne mal probieren. Ich habe das ja schon einmal gemacht mit Red Dead Redemption. Das kam auch eigentlich sehr gut an. Super viel gesagt, mach das doch weiter. Aber da hatte dann auch wieder eine Zeit gemangelt und das haben auch im Vergleich zu zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Nicht viele Leute geguckt. Das haben dann 200 Leute oder sowas geguckt. Und da kann ich auch so eine Party aufnehmen, der eigentlich fast keine Arbeit ist. Wo ich einfach nur einmal draufdrücke, einmal, weiß ich nicht, wieder draufdrücke zum Beenden, dann kurz Intro reinschneiden, so ein Scheiß. Bisschen zurechtschneiden und das war's. Und das kann man halt vom Aufwand her nicht vergleichen. Und da habe ich dann auch so ein bisschen die Motivation verloren. Und ja, sowas würde ich eigentlich auch gerne mal machen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zur nächsten Runde. Und ich glaube jetzt einfach weiter durchkommen. Schneiden wir das einfach mal nicht, wie das Solo-Survival-Games ist, klar. Ja, das war so mein momentaner Plan, aber ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. YouTube ist kompliziert. YouTube ist kompliziert. Früher, da hat man da so gedacht, wow, ich weiß noch, ich habe angefangen und habe mir gedacht, ich will ein Horrorspiel Let's Playen, weil ich gerne so eine Facecam einblenden würde, weil das war auch das erste Let's Play, was ich jemals gesehen habe. Ein Horrorspiel mit einer Facecam, ich war total davon geflasht, wie cool das einfach ist, Leuten mal ein Spiel zuzugucken. Und dann hat er auch noch eine Kamera da in der Ecke eingeblendet gehabt. Und das wollte ich dann halt auch machen. Hab mir von einem Freund 4.1 ausgeliehen. Also F-E-A-R-1 für die Xbox. Und ja, hab da dann probiert aufzunehmen. Hab mir so einen dummen Grabber gekauft. Das hat auch eigentlich alles ganz gut geklappt. Oh, das war schön, direkt ein Steinschwert. Aber, ich hab dann da mit der Facecam nicht richtig hingekriegt. Und hab dann irgendwann so nach, weiß ich nicht, 5 Parts, glaube ich, die Motivation verloren, da weiterzumachen. Weil ich diese Facecam halt haben wollte. Oh nein, du mit deinem scheiß Eisenbrustpanzer, geh doch weg. Genauso. Oh Mann, ich war voll gut. Oh Mann. Aber ich hab 10 Gems für First Blood gekriegt, das war toll. Warte mal, wie lange ist der Part? Ach, immer noch so kurz. Spielen wir mal weiter. Und ja. Ich habe dann damit aufgehört und mir gedacht, ja okay, machst halt irgendwas anderes. Habe ich überlegt, was mache ich jetzt? Dann wollte ich gerne Zelda Ocarina of Time aufnehmen. Dann habe ich auch probiert, irgendwie aufzunehmen. Dann war da irgendein Problem, weswegen das nicht ging. Dann habe ich gesagt, scheiße, mache ich irgendwas anderes. Dann habe ich Super Mario Galaxy 2 aufgenommen. Während ich das dann am Aufnehmen war, ich habe das immer so gemacht, an einem Tag kam Mario und an einem anderen Tag Zelda. Und während ich dann so Mario halt am Aufnehmen war, habe ich dann einen Weg gefunden, doch Zelda Ocarina of Time irgendwie aufzunehmen. Und was kann ich denn? Neid? Keine Ahnung. Oh, das steht ja da. Oh, man kriegt weniger Schaden. Das hole ich mir.
Und hab dann halt so gemerkt, oh ja, cool, ich kann Zelda doch aufnehmen. Hab dann einfach Zelda noch reingeklatscht und hab dann an einem Tag Mario hochgeladen, am nächsten Tag wieder Zelda. Mario, Zelda, Mario, Zelda. Hab das damals noch immer so gemacht. Ich hab halt überhaupt nicht so auf Qualitäten so geachtet. Ich hab einfach, immer wenn ich Mario aufgenommen hab, hat mein Bruder einfach mit der runden Ecke gehockt. Und ich hab zwischendurch ein bisschen mit dem geredet. Ich hab richtig die Scheiße gemacht. Man hat den auch richtig oft laut lachen hören im Hintergrund und alles. Und das war halt einfach so locker easy. Und mit der Zeit, wo man dann so gesehen hat, boah, das ist eigentlich nichts anderes als irgendwelche Firmen oder sowas. Irgendwelche Handyfirmen, die sehen, oh shit, die haben in einem neuen iPhone Dandard eingebaut. Oder, obwohl das ist ein dummes Beispiel, weil Apple ist irgendwie sehr langsam. Die haben einen neuen Samsung Galaxy S27 4K Triple, keine Ahnung, irgendwas eingebaut, was cool ist. Da müssen wir jetzt auch einbauen. Und so ist das eigentlich auch auf YouTube. Du, am Anfang habe ich gesehen, wow, cool, der macht das und das ist cool und das probiere ich auch. Und habe aber dann im Endeffekt, falls es nicht geklappt hat, mir gedacht, ja, okay, mach ich halt irgendwas anderes. Aber mittlerweile ist das einfach so, dass es halt auf YouTube so ultra professionell zugeht, dass es halt einfach, ja, das sind ja halt Berufe geworden. Das ist schon mittlerweile mehr als Berufe. Davon gibt es Leute, die werden zur Werbung eingesetzt. Es gibt Leute, die, keine Ahnung, in Amerika, die reden mit dem Präsidenten und alles Mögliche. Also YouTube-Stars. In Anführungszeichen, weil es viele sagen immer, YouTuber sind keine Stars. Doch, sind sie, weil die machen nichts anderes als Stars. Toll, ich bin schon gestorben, warum bin ich Gott heute? Die, ja, haben genauso viel Reichweite, genauso viel Erfolg, genauso viel Geld, genauso viel alles, was halt ein Star auch hat. Und, ja, das ist halt schwer bei sowas irgendwie dann zu versuchen mitzuhalten. War das ein Satz? Irgendwie nicht. Aber ihr wisst eh, was ich meine. Wisst ihr, was ich mache? Den Part ist ja einfach ultra kurz. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part. Denkt dran zu bewerten. Warum sage ich eigentlich jedes Mal? Ist eigentlich voll nervig. Nervig. Mhm. Ist eigentlich voll nervig. Weil irgendwie, ich glaube nicht, dass da irgendwer dann deswegen dran denkt. Pff, keine Ahnung. Vielleicht lasse ich das mal weg. Vielleicht ist das nicht eine gute neue Idee, einfach das mal wegzulassen. Ich sage einfach tschüss, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich bin Ayolets Palais und schreibt irgendwelche Fragen, die ihr gerne beantwortet haben wollt. Vielleicht auch zu YouTube. Vielleicht wollt ihr mit YouTube anfangen und braucht irgendeinen Tipp oder sowas. Dann schreibt das unter dem Hashtag AskAnio, damit ich das der Welt mitteilen kann. Bis dann, euer Mensch. Wahrscheinlich.